Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Heiße Woche haben wir hinter uns, temperaturtechnisch. Jetzt kommt das Wochenende. Hier oben, zumindest im Norden, soll ich das ein bisschen abkühlen. Ich finde das gut. Und Zeit also für ein Journal, bei dem doch einiges, einige Infos zusammengekommen sind diese Woche. Und deswegen freue ich mich, euch die ganzen jetzt geballt hier vorstellen zu können. Und lege einfach mal los. Cranio Creations. Cranio Creations hat angekündigt im Herbst eine Erweiterung zu Lorenzo y Magnifico. Herbst heißt für mich jetzt erstmal Essen. Und da freue ich mich drauf, ist eine Sache, die ich fest unterstrichen auf meinem Einkaufszettel habe. Ob es eine deutsche Version dann auch schon gibt, das weiß ich nicht. Es kommt ja die deutsche Version demnächst jetzt raus. Und ob dann so kurz danach die Erweiterung auf Deutsch folgt, keine Ahnung. Kann ich an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich kann aber was sagen, was ungefähr drin ist in der Erweiterung. Und zwar ist drin ein fünfter Turm, den ich neben das Spielbrett lege. Dafür dementsprechend neue Karten für diesen Turm und Tokens oder so Special Tokens, mit denen ich Karten ausführen kann auf diesem Turm. Dann gibt, wie das genau funktioniert, das kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Es gibt Variable Player Powers sozusagen. Es gibt also eine Familie, die man sich per Beat-Mechanismus zulegt am Beginn des Spieles, also jeder Spieler verkörpert dann eine italienische Familie, die auch eine spezielle Fähigkeit hat. Und diese Fähigkeit kann ich dann im Laufe des Spiels wieder einsetzen praktisch. Dann wird es geben neue Leaderkarten und es gibt Material für den fünften Spieler, was ich sehr schön finde, denn gerade wenn man zu viert oft spielt, aber dann ist man Fünfter dabei, dann wird die Auswahl doch sehr schnell kleiner und dementsprechend fünfter Spieler immer ran. Cthulhu und kein Ende. Carcosa ist der Titel eines neuen Legespiels im Cthulhu-Universum, sage ich einfach mal so. Und da gibt es dann doch einiges inzwischen an Spielen. Ein Legespiel, das schon erinnert an andere Legespiele hier und da, aber nicht ausschließlich. Das möchte ich auch dazu sagen. Wir kontrollieren zum Beispiel Leylines auf dem Spielfeld. Wir legen Plättchen aneinander, um große Ritualorte zu erschließen. Wir brauchen Kontrolle über sogenannte Powerpunkte. Orakel beschaffen uns Zauber. Dann können wir Rituale über diese Powerpunkte ausführen und so weiter und so fort. Das Ganze hat eine relativ düstere Optik. Finde ich jetzt vom Thema erstmal wieder auf jeden Fall interessant. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Und Legespiele mag ich. Ja, ein Blick ist es bestimmt wert. Ja, und wo wir bei Cthulhu sind, und zwar auch nur ganz ausnahmsweise, unterhalten wir uns mal auch nur ganz am Rande über ein Videospiel, denn es kommt ein Call of Cthulhu Videospiel raus. Das ist ein Spiel, da freue ich mich riesig drauf. Deswegen kann ich das nicht für mich behalten und möchte es an dieser Stelle erzählen. Ende des Jahres, Dezember, wurde angepeilt, kommt ein Spiel raus für Xbox One, für PS4, für Windows im Cthulhu-Universum. Wir spielen einen Ermittler, der in die Fänge praktisch des Mythos gerät und ich hoffe, dass das Spiel genauso atmosphärisch, genauso gut ist wie der Trailer. Und ja, es macht mir einfach riesen Lust und ich freue mich da riesig drauf. Kurze Meldung. Bei GMT erscheinen oder beziehungsweise sind schon erschienen direkt drei Titel. Eines ist eine Neuauflage und zwar 1960, Race for the President, die Wahl 1960 in den USA ist hier Thema. Das Ganze nach einem ähnlichen Modus wie Twilight Struggle, bisschen anders aber schon, das ist jetzt nicht einfach nur das Twilight Struggle System raufgepfropft auf dieses Thema, ist schon noch ein bisschen was anderes. Ich habe es nie gespielt, ich weiß aber, Jochen hat es, die alte Auflage, und dementsprechend hoffe ich, das bald mal auf den Tisch zu kriegen und einfach mal zu spielen. Des Weiteren kommt ein Supplement raus für die Next War-Reihe. Next War sind ja diese What-If-Szenarien, sehr komplexe Titel. Ich habe sie nie gespielt, aber auch nicht so großes Interesse an diesen Titeln. Das ist mir dann einfach zu... ich spiele ja eher aus geschichtlichem Hintergrund und da dass diese What-If-Szenarien einfach nicht so meins sind und diese modernen Kriege dann zum Beispiel. Und dementsprechend kann ich da auch nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dieses Supplement ist kompatibel zu allen Spielen aus der Next War-Reihe und führt so Sachen ein wie Cyberkrieg, Hackerangriffe und so weiter. Das dritte Spiel im Bunde ist Time of Crisis. Angesiedelt im Rom des dritten Jahrhunderts, krisengeschüttelte Stadt zu diesem Zeitpunkt. Wir versuchen einfach unseren Einfluss auszudehnen, versuchen unsere Ziele durchzudrücken. Das müssen wir politisch, sowohl politisch, sowohl kulturell als auch militärisch machen. Das Spiel verwendet so einen leichten Card-Driven-Mechanismus, der... Ich habe die Regeln noch nicht gelesen, aber ich habe öfter jetzt schon gehört, dass... Erinnert hier und da so ein bisschen an Spiele wie Churchill und Pericles, aber schon auch irgendwo noch auf einem anderen Level. Komplexitätstechnisch wohl eher so bei Churchill angesiedelt, also ein Spiel, das man auch in 2 bis 3 Stunden spielen kann, so wird es gesagt.
Und von daher sehr interessant, sowohl thematisch, finde ich, als auch mechanisch. Und 2 bis 4 Spieler können daran. Und es ist bestimmt ein Spiel, wo man mal einen Blick riskieren sollte. Fort Sumter, ein neuer Titel in der P500 von GMT. Das heißt also, die Spiele, die noch vorbestellt werden müssen, mindestens 500 Mal, damit sie produziert werden. Aus der Feder von Mark Herman, da sind wir dann wieder bei Churchill, wieder bei Pericles und Co. Also ein sehr bekannter Autor. Und hier sind wir aber auf einem ziemlichen Einsteiger-Level vom Spiel. Das ist auch ein Spiel, das in 30, 40 Minuten über den Tisch gehen soll. Thematisch Anfänge des US-Bürgerkriegs. Und mit einem ganz einfachen CDG-System. Es gibt, also ich habe noch keine Regeln jetzt online gelesen. Und es wird halt gesagt, wer sich in diesem CDG-System einigermaßen auskennt, der wird da ziemlich schnell drin sein. Aber auch so kommt man da relativ schnell rein. Dazu so ein Mehrheitensystem. Und wie gesagt, eine knackige, schnelle Spielzeit. Verspricht auf jeden Fall spannend zu werden, finde ich. Und das werde ich mir auf jeden Fall auch mal aus der Nähe angucken. Ja, dann gehen wir zurück nach Deutschland und zwar zu Wolfgang Kramer. Wolfgang Kramer wird am 29. Juni 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle von uns. Einer der einflussreichsten oder auch bekanntesten deutschen Spieleautoren mit Titeln wie Java, Mexika, Tikal, Porta Nigra in jüngster Zeit oder auch, wenn man noch weiter zurückgeht, Auf Achse, viele, viele Spiele des Jahres, El Grande, großer Meilenstein der deutschen Spielegeschichte, meiner Meinung nach. Und in dem Sinne auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Gesundheit und eine schöne Feier. Moa ist ein neues Spiel von Martin Wallace, haben wir vor einigen Wochen auch schon mal so ganz kurz angekündigt, inzwischen gibt es ein bisschen mehr Infos und es gibt eine deutsche Version, die man in der Spieleschmiede schmieden kann aktuell. Wie gesagt, Moa, Martin Wallace, da hat er sich jetzt ein bisschen beeinflussen lassen, wahrscheinlich von seiner neuen Wahlheimat Neuseeland. Und es geht eben um die Besiedlung Neuseelands, aber in Form von so fantastischen Riesenvögeln, die die Insel besiedeln. Und man muss jetzt sehen, als Bewohner der Insel, wie man damit klarkommt. Und das Spiel läuft in 2 Abschnitten ab, die jeweils aus 7 Runden bestehen. Man hat da so ein relativ striktes Kartenmanagement, also man muss mit seinen Handkarten klarkommen, diese 7 Runden. Und am Ende wird halt geguckt, es gibt eine Option, dagegen anzugehen. Es gibt Optionen, aber auch Land abzutreten, Land zu verkaufen, also einfach das Beste daraus zu machen. Das ist ein Spiel, das klingt sehr interessant. Martin Wallace, da bin ich Fan. Auch da ist kein Geheimnis, werde ich mir aus der Nähe angucken und sehr genau überlegen, ob ich das nicht tatsächlich auch backen werde. Ja, und eine Meldung, die Spatzen pfeifen es auch schon von sehr vielen Dächern, Cthulhu Wars. Ulysses Spiele plant für die nächsten Wochen ein Kickstarter, beziehungsweise ein Crowdfunding, ist jetzt nicht unbedingt auf Kickstarter, aber eine Crowdfunding-Kampagne, um dieses Spiel auf Deutsch rauszubringen. Da drücken wir die Daumen. Ich bin gespannt und hoffe, dass es was wird, dass dieses Spiel einfach flächendeckend erhältlich sein wird. Ja, und noch eine deutsche Übersetzung, und zwar Hero Realms. Star Realms, sehr bekanntes Deckbuilding-Spiel, natürlich Sci-Fi, sagt der Name. Hero Realms ist das Ganze in Fantasy, natürlich aber auch schon so ein bisschen an Fantasy angepasst, auch vom Spiel her. Das Ganze kommt auch in Essen raus, auf Deutsch, und zwar bei Blackfire. Die Ankündigungen, das liegt in der Natur der Sache, werden natürlich jetzt immer mehr zunehmen, je deutlicher es durch den Sommer Richtung Herbst geht. Und das nächste ist bei Asmodee, Der Pate von Eric M. Lang. Ein Spiel, auch das auch schon jetzt in aller Munde. Wir kontrollieren halt mit unserem Teil der Familie bestimmte Gegenden von New York, zu unserem Handwerkszeug gehört, erpressen, Schutzgeld, Aufträge ausführen für den Paten eben und so weiter und so fort. Ich denke, das wird ein sehr erfolgreiches Spiel, ein Spiel, das sehr viel beachtet wird. Ich hoffe, ich finde es auch gut am Ende. Schauen wir mal. Beim Schwerkraftverlag kann aktuell vorbestellt werden Klong. Es gibt ja immer so für große Titel, die er rausbringt, so eine Vorbestellaktion. Die läuft jetzt gerade. Guckt euch das ruhig mal an, wenn euch das Spiel interessiert. Es wird auch von einem Goodie für Vorbesteller gesprochen. Was das ist, weiß ich nicht. Aber wenn ihr Lust habt auf Klong in Deutsch, einfach mal zum Schwerkraftverlag gucken. Dann sind wir bei Comics und beim Splitter Verlag ist erschienen James Bond Hammerhead. Warren Ellis hat die Serie leider da zu diesem Zeitpunkt nicht mehr fortgeführt, sondern Andy Diggle, kennt man vielleicht von Daredevil. Und ich persönlich kann einfach nur sagen, ich habe es noch nicht gelesen, ich hoffe, dass es mich genauso begeistert wie die Warren Ellis Sachen. Ist ja eine Serie, auf die bin ich gekommen, weil ich halt auf Warren Ellis gestoßen bin. Warren Ellis als Autor mag, und deswegen bin ich auf die James Bond gestoßen, wurde nicht enttäuscht. Und jetzt bin ich gespannt, wie das mit dem neuen Autoren- und Zeichnerteam denn einfach weitergeht. Hammerhead der Titel, neu bei Splitter. Neu bei Panini, Karl der Wikinger
Frühwerk von Don Lawrence, kennt man von Trigun, kennt man von Storm. Also, ja, ein Klassiker sozusagen. Wer da Interesse hat, also Comics in der Welt der Wikinger, einfach mal einen Blick werfen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein mit dem Journal für diese Woche. Ganz wichtige Sache noch. Bereits am Dienstag ist online gegangen die Meeple-Show mit ein paar Tagen Verspätung. Das liegt halt daran, dass Nils in den USA beim Origins war und sich das eben mit dem normalen Senderhythmus der Meeple-Show überschnitten hat. Wir sind aus verschiedenen Gründen leider nicht dazu gekommen, waren wirklich terminlich hier oft verhindert in der Zeit, sind diesmal nicht dabei leider. Dafür haben wir aber eine super Internetleitung jetzt. Aber beim nächsten Mal sind wir wieder dabei, aber trotzdem guckt euch's an. Wieder eine sehr schöne Folge geworden. Macht einfach Spaß. Ja, und dann in diesem Sinne hoffe ich, ihr wurdet gut informiert von uns und es war doch ein bisschen was dabei, was ihr noch nicht wusstet und hat sich dadurch eben auch gelohnt, hier reinzugucken. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns aber ja auch noch, wer weiß. Und besten Dank fürs Zugucken. Viel Spaß bei allem, was ihr so macht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wenn irgendwas ist, immer schreiben, wir reagieren. Bis dahin, besten Dank und tschüss.